Willkommen. Ich bin der Holger und mit Leib und Seele Bergbahner. Hier an der ältesten Bergschwebebahn der Welt. Das ist unsere alte Dame und ich freue mich jeden Tag darauf, mit ihr zu fahren. Heute möchte ich Sie mitnehmen, nicht nur auf den Weg nach oben, sondern auch auf eine kleine Reise durch die Geschichte unserer Schwebebahn. Am 6. Mai 1901, nach nur 2 Jahren Bauzeit, wurde unsere Bahn mit ihren beiden hängenden Wagen feierlich eröffnet. Wenn wir genau sind, sollte sie eigentlich Hängebahn heißen. Aber der Erfinder Eugen Langen taufte sie Schwebebahn. Was vielleicht das Gefühl auch gut beschreibt, welches man hat, wenn man mit ihr den Berg erklimmt. Seit 1975 steht unsere Bahn nun auch unter Denkmalschutz. Und der Erhalt sowie die Pflege dieses technischen Denkmals sind uns als Bergbahner sehr wichtig. Die beiden Wagen der Schwebebahn sind durch ein 38 mm starkes und 390 Meter langes Zugseil miteinander verbunden. Durch eine Fördermaschine mit Antriebsmotor werden sie zwischen den Stationen hin- und hergezogen. Diese Maschine befindet sich in der Bergstation und bildet das Herzstück unserer Bahn. Die beiden Treibräder beeindrucken mich jedes Mal aufs Neue mit ihrer Größe von sage und schreibe 4 Meter Durchmesser. Und jedes von ihnen wiegt stattliche 15 Tonnen. Kaum vorzustellen, oder? Ich könnte Ihnen noch so vieles über die Technik und die Veränderungen unserer Bergschwebebahn erzählen, doch die Strecke ist dafür nicht lang genug. Während unserer ca. 5-minütigen Fahrt nach oben wird es kontinuierlich steiler. Kurz bevor wir an der oberen Station ankommen, beträgt der Anstieg fast 40%. 84 Höhenmeter haben wir dann auf unserem Weg zwischen Loschwitz und Oberloschwitz überwunden und eine Strecke von 274 Metern zurückgelegt. Ich selbst bin diese Strecke schon so oft gefahren, dass ich es nicht mehr zählen kann und dennoch genieße ich jede Fahrt aufs Neue. Vor allem liebe ich den Moment, wo die Bahn die obere Station erreicht, ich auf die Terrasse vor der Station heraustrete und sich vor mir der Blick über das wunderbare Dresden erstreckt. Auch wenn ich lieber mit unserer Schwebebahn hoch und hinab schwebe, muss ich gestehen, dass man sich einen Spaziergang durch Oberloschwitz nicht entgehen lassen sollte. Es haben hier bedeutende Personen wie der Maler Ludwig Richter oder der Komponist Rudolf Mauersberge gelebt. Und es gibt romantische Sommerresidenzen und prächtige alte Villen zu bestaunen. Der passende Flyer, den Sie an der Bergstation erhalten, zeigt Ihnen einen schönen Rundweg. Wenn Sie ausreichend Zeit mitgebracht haben, können Sie Ihren Spaziergang auch bis zur Bergstation unserer Standseilbahn im Stadtteil Weißer Hirsch ausdehnen. Sie finden die Route auf der Karte am oberen Balkon. Die Standseilbahn bringt Sie dann zuverlässig wieder ins Tal zum Körnerplatz. Eine Fahrt mit ihr lohnt sich in jedem Fall. Und so verabschiede ich mich von Ihnen und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen in unserer Schwebebahn. Bitte verweilen Sie nicht auf den Bahnsteigen, denn wir können erst wieder starten, wenn sich keine Personen mehr auf dem Steig befinden und alle Tore geschlossen wurden. Hallo, ich bin es wieder, der Holger.
Wer mich noch nicht kennt, ich bin Bergbahner. Hier an der ältesten Bergschwebebahn der Welt. Auf unserer gemeinsamen etwa 5-minütigen Fahrt zur Talstation möchte ich Ihnen ein wenig über unsere Schwebebahn erzählen. Auf dem Weg nach unten überwinden wir 84 Höhenmeter und legen dabei eine Strecke von 274 Metern zurück. Unsere Schwebebahn mit ihren hängenden Wagen wurde am 6. Mai 1901 nach nur 2 Jahren Bauzeit feierlich eröffnet. Der Erfinder, Eugen Langen, taufte sie Schwebebahn, was vielleicht durch das Gefühl kommt, welches man hat, wenn man mit ihr den Berg hinauf- oder hinabschwebt. Die Loschwitzer Hänge wurden übrigens jahrhundertelang für den Weinanbau genutzt. Doch Mitte des 19. Jahrhunderts endete diese Ära durch die andauernde Monokultur und die Reblaus als Schädling. Die Weinbauern verkauften die Grundstücke an gut betuchte Dresdner, welche die Hänge mit beeindruckenden Villen und Sommerresidenzen bebauten. Seit 1975 steht unsere Bahn nun auch unter Denkmalschutz und der Erhalt sowie die Pflege dieses technischen Denkmals liegen uns Bergbahnern sehr am Herzen. Ein 38 mm starkes und 390 Meter langes Zugseil verbindet die beiden hängenden Wagen miteinander. Durch das Herzstück unserer Bahn, die Fördermaschine mit dem Antriebsmotor, werden die Wagen zwischen den beiden Stationen hin und her gezogen. Ich genieße es ja von Zeit zu Zeit, durch unser Maschinenhaus zu schlendern und mir die Geschichte der Bahn in Erinnerung zu rufen. Wem die Zeit allerdings nicht gegönnt ist, empfehle ich unsere Broschüre Bergauf, Bergab mit den Dresdner Bergbahnen. Diese gibt es bei meinen Kollegen in der Talstation zu kaufen, die wir gleich erreichen werden. Die Einfahrt der Schwebebahn in Loschwitz gibt mir immer das Gefühl, nach Hause zu kommen. Zum Feierabend heißt es für mich, meine 7 Sachen zusammenzusuchen. Ich freue mich dann auf meinen Nachhauseweg durch den alten Loschwitzer Dorfkern mit seinen wunderschönen historischen Fachwerkhäusern. Ganz in der Nähe der Talstation, etwa 100 Meter rechter Hand, befindet sich die Talstation unserer Standseilbahn. Auch eine Fahrt mit ihr kann ich wärmstens empfehlen. Unsere Fahrt endet gleich und ich muss mich von Ihnen verabschieden. Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen in unserer Schwebebahn. Bitte vermeiden Sie nicht auf den Bahnsteigen, denn wir können erst wieder starten, wenn sich keine Personen mehr auf dem Steig befinden und alle Tore geschlossen wurden. Zehn Minuten.